Raubtiere töten ihre Beute auf unterschiedliche Weisen. Einige stürzen sich auf sie, während andere sie in Sekundenschnelle packen und verschlingen. Wenn Sie sehen möchten, wie verschiedene Raubtiere Mittag- und Abendessen fangen, sind Sie hier genau richtig. Lassen Sie uns beginnen. Bär tötet Elchkalb. Nachdem ein Bär einen Elch in der Nähe eines Gewässers entdeckt hat, zögert das Tier nicht, auf seine potenzielle Beute zuzusprinten, die ins Wasser flieht, bevor der Bär ihr folgt, um das Elchkalb zu schnappen und aus dem Wasser zu ziehen. Und das alles in nur wenigen Minuten. Ein Bärenmutter und ihr Junges sind dabei zu sehen, wie sie einen Elch am Straßenrand verschlingen. Und obwohl es schwierig ist, den Elch zu erkennen, versucht er zu fliehen, indem er aufzustehen versucht, aber er kann es nicht, denn die gewaltigen Tatzen der Mutter halten das Tier am Boden fest. Eine Schwarzbärmutter schnappt sich mit ihrem Jungtier ein Elchkalb auf einem abschüssigen Hügel und sobald das Tier getötet wurde, trägt die Mutter es den Hügel hinunter. Obwohl Bären groß sind, sind sie recht athletisch und geschickt, wie dieser Bär zeigt. In diesem grafischen Video beißt ein Schwarzbär in die tote Mutter und entnimmt ihr das Fötuskalb, das er den Hügel hinaufträgt, um sich an dem zarten Kalbfleisch zu laben. Offensichtlich handelt es sich bei diesem Bär um eine unkomplizierte Persönlichkeit, die keine Zeit für Protokoll und angemessene Essmanieren verschwendet. Schlange jagt Eidechse. Diese goldenen Baumschlangen sind wunderschön. Für den Menschen so gut wie ungefährlich und überall auf der Insel, auf der Mann, der dieses Video aufnimmt, verweilt. Sie werden als fliegende Schlangen bezeichnet, da sie von Baum zu Baum springen und gleiten können. Sie klettern gerne auf Palmen hoch und sie sahen mehrere beim Paaren an der Spitze einer Palme. Die fliegende Schlange in diesem Video fliegt sicherlich nicht, aber sie tötet. Und das Opfer ist eine kleine Eidechse. Sobald die Schlange die Eidechse im Maul hat, gleitet sie vorwärts auf die Kamera zu, als wollte sie ihren Fang präsentieren. Eine gelbbäuchige Sandschlange sticht zu und verschlingt eine Eidechse im Ganzen. Die Person, die dieses Video aufnimmt, sah dies mit Erstaunen geschehen. Die Schlange war leicht giftig, also war das Spiel vorbei, sobald sie die Eidechse gebissen hatte. Und die Zuschauer störten die Schlange nicht, um zu verhindern, dass sie ihre Beute abwirft. Das Fangen und Verschlingen dieser Eidechse für eine so massive Python muss ein Kinderspiel gewesen sein. Die große Würgeschlange ist dabei zu sehen, wie sie ihre Mahlzeit lebendig verschluckt, denn so gehen Pythons einfach vor. Eine hübsche Eidechse wird von einer Schlange getötet, die nicht nur um die Eidechse gewickelt ist, sondern sie auch beißt. Sobald die Schlange glaubt, dass die Eidechse tot ist, löst sie ihre Giftzähne und bewegt sich zum Kopf, um das Tier zu verschlingen. Doch die Eidechse ist noch nicht tot, also verschluckt die Schlange das Reptil lebendig. Man kann sehen, wie die Eidechse immer noch atmet und zuckt, während sie verschluckt wird. Seelöwe tötet Pinguin. Seelöwen sind riesige und tödliche Raubtiere, die die Ozeane durchstreifen. Und nach Schwertwalen und Haien sind sie wahrscheinlich die gefährlichsten Raubtiere im Meer. Sie können den Pinguin in diesem Video fragen, was er denkt, aber ich glaube nicht, dass er antworten wird, nachdem er durchgemacht hat, was er gerade erlebt hat. Das arme Tier wird wie ein Sitzsack von dem massiven Raubtier in die Luft geworfen und offensichtlich in diesem Prozess getötet. Neben Schwertwalen und Haien sind Leopardenrobben wahrscheinlich die nächstmächtigsten Raubtiere des Meeres. Moment mal, habe ich das nicht schon gesagt? Wie auch immer, Sie können sehen, warum in diesem Video, wenn eine Leopardenrobbe einen Pinguin auf die Fahrt seines Lebens mitnimmt. Und das ist keine angenehme Fahrt. Leopardenrobben sind die furchterregendsten Jäger unter allen Robben und die einzigen, die sich von warmblütiger Beute ernähren. Diese Leopardenrobbe in der Antarktis hat einen Felsenpinguin getötet und scheint ihn der Kamera zu präsentieren, bevor sie mit ihrer Beute wieder ins Wasser taucht, um in Ruhe zu essen,
fern von den Zuschauern, die größtenteils aus anderen Pinguinen bestehen. Löwe gegen Büffel. Wenn ein männlicher Löwe sich an einen alleinstehenden Kappbüffel heranschleicht, dreht sich das Tier um und konfrontiert den vorsichtigen Löwen schnell. Der große männliche Löwe ist nicht allein und andere Löwen, einschließlich anderer Männchen, sind ebenfalls vor Ort. Daher bin ich äußerst überrascht, dass sie den Büffel noch nicht attackiert haben. Er scheint gesund und kampfbereit zu sein. Daher müssen die Löwen eine neue Strategie entwickeln, um das Tier zu erlegen. Oder sie sind einfach vorsichtig, vielleicht sogar ein wenig faul und feige. Ihre Vermutung ist so gut wie meine. Ein anderer Büffel kämpft hart, als vier Löwen ihn angreifen, aber dieser ist weniger einschüchternd als der im vorherigen Video und die Löwen scheinen das zu wissen. Mit ein wenig harter Arbeit und Ausdauer schaffen sie es, ihn zu erlegen. Ein massiver Kappbüffel wehrt sich gegen einen ganzen Stolz von Löwen, bis die Last zu schwer wird und das Tier zu Boden geht. Der Stolz erledigt die Aufgabe ohne ihren mächtigen Anführer, einen großen männlichen Löwen, der sich von der Szene des Verbrechens entfernt zeigt. Kojote tötet Eichhörnchen. Kojoten sind keine Wölfe, aber sie sind immer noch Raubtiere. Und der Kojote in diesem Video hat sich dazu entschlossen, einen Spaziergang auf einem Campingplatz zu machen, um sich ein paar Kaninchen zu schnappen, was ihm gelingt. Dieser Kojote sieht aus, als würde er eine Art synchrones Schwimmen auf dem Land durchführen, aber in Wirklichkeit stöbert er in einem Eichhörnchen herum und zieht es aus dem Boden, um es zu fressen. Jeder Ort ist ein guter Ort für einen Kojoten, um Nahrung zu finden. Daher ist es keine Überraschung, dass dieser Kojote sich auf einem Golfplatz wiederfindet und ein schwarzes Eichhörnchen jagt und tötet. Carter, der bekannte UBC-Kojote mit seiner eigenen Facebook-Seite, wird dabei gefilmt, wie er ein Eichhörnchen jagt und frisst. Leider leidet dieser männliche Kojote an Räude, einer von Milben verursachten Hautkrankheit, die an seinem Schwanz und den Seiten seiner Beine sichtbar ist. Die Menschen in der Gegend dieses Kojoten sollten das Tier nicht füttern, denn er ist ein fantastischer Jäger. Er hat Zugang zu einer ausgezeichneten natürlichen Nahrungsquelle. Bitte halten Sie wilde Tiere auf sichere Entfernung und vertreiben Sie Kojoten, die zu nahe kommen. Obwohl Kojoten gelegentlich freilaufende Katzen und kleine Hunde als Beute nehmen, ist der Mythos von Kojoten oder Füchsen, die Haustiere fressen, stark übertrieben. Daher bevorzugen sie kleine Säugetiere wie Kaninchen, Mäuse, Ratten und Eichhörnchen sowie von Menschen produzierte Nahrung wie Müll und Katzen- oder Hundefutter. Dieser Kojote greift ein Eichhörnchen an und tötet es mühelos. Schakal tötet Gazelle. Diese beiden Schakale jagen eine junge Thompson-Gazelle und ich bin ein wenig überrascht, dass die Gazelle nicht mehr kämpft. Sie fällt auf den Boden, während die Schakale Fleisch von ihrem Körper reißen. Mit Fleisch, das von ihr hängt, wacht sie schließlich auf und versucht zu kämpfen, aber es ist zu spät. Warum hat die Gazelle die Schakale nicht angegriffen, als sie noch unverletzt war? Ich habe Gazellen gesehen, die gegen Löwen und Leoparden härter gekämpft haben. Als Naturbegeisterte dieses Paar Schakale verfolgten, dass eine Thompson-Gazelle im Masai Mara Nationalpark in Kenia jagte, dachten sie zunächst, es sei ein Spiel. Aber schließlich fanden die Aasfresser einen Weg, die Beute zu erlegen. Der Kampf dauerte 10 Minuten und zwischen der ersten schweren Verletzung und dem Tod der Gazelle vergingen nur 5 Minuten. Den Naturbegeisterten wurde an diesem Tag zuvor mitgeteilt, dass ein Schakal eine verletzte Springbok attackierte und bereits von der Herde getrennt hatte. Das war es, was sie sahen, als sie schließlich am Ort des Geschehens ankamen. Ein blutiger Springbock kämpfte um sein Leben, während die beiden Schakale alles in ihrer Macht Stehende taten, um ihn zu erlegen, aber es war nicht so einfach, wie sie erwartet hatten. Nachdem sie eine Thompson-Gazelle erlegt haben, müssen sich diese beiden Schakale mit einer Armee von Geiern herumschlagen, die nur darauf warten, sich an den Tisch zu setzen. Die Vögel dringen langsam in das Kadaver ein, obwohl die Schakale immer noch da sind. Wenn es um Aasfresser geht,
Sei es Schakale, Geier oder Hyänen, keiner von ihnen hat Tischmanieren. Diese beiden Schakale jagen und verschlingen ein Babygazelle, während seine Mutter vergeblich versucht, es zu retten. Man kann sehen, wie die Muttergazelle alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihr Baby zu retten. Und ich fühle mit ihr, aber es ist vorbei. Dies geschah während einer Safari im Masai Mara Nationalpark in Kenia. Ratte tötet Taube. Eine ausgehungerte Ratte greift eine Taube auf einem Parkplatz an. Und obwohl die Taube hart kämpft, hält die Ratte fest, bis sich beide Tiere unter einem Fahrzeug bekämpfen. New Yorker Ratten haben den Ruf, riesig und aggressiv zu sein. Und die Brooklyn-Ratte in diesem Video zeigt uns, warum, als sie eine Taube auf der Straße angreift und sie zerstört. Eine fiese Ratte nimmt diese Taube mit auf eine Reise in die Hölle und zurück, als sie auf dem Rücken des Vogels landet und nicht loslässt, bis sie die Taube tötet. Eine Ratte versucht, eine Taube in Tokio auszuschalten, indem sie sich am Vogel festklammert. Die Taube versucht zu entkommen, aber das Nagetier gibt nicht nach. Ratten bleiben normalerweise im Dunkeln und kommen tagsüber nicht heraus, besonders nicht auf einem Bürgersteig. Aber ich vermute, die Taube war so mollig, dass es für die Ratte unmöglich war zu widerstehen. Roadrunner jagt Vogel. Die Person, die dieses Video aufgenommen hat, hat dies vor seinem Fenster erwischt. Er hat zuvor gesehen, wie dieser Roadrunner größere Vögel in der Umgebung angegriffen hat, aber nicht so nah. Roadrunner sind in den Vereinigten Staaten nicht ungewöhnlich. Die meisten Menschen beobachten sie zufällig, wenn sie über den Asphalt rennen oder Reptilien jagen, die in der Sonne faulenzen. Sie rennen waagerecht, mit ihrem Schwanz flach auf dem Boden und ihrem Kopf und ihrer Brust nach vorne und nach unten geneigt, auf Höhe des Bodens. Wenn sie erschreckt werden, begrenzen Roadrunner ihren Flug auf kurze Gleit- oder Sprungphasen, da sie keine langen Strecken fliegen können. Nach Angaben der hier lebenden Menschen wurde dieser Roadrunner mehrmals in ihrem Garten gesehen, aber dieses Mal hat er sich entschieden, ein Beutetier anzugreifen und sich einen Snack zu holen. Das arme Opfer ist ein Vogel. Und nachdem der Roadrunner den Vogel gepickt und geschwächt hat, verschluckt er ihn im Ganzen. Nachdem ein Mann einige Futterstellen in seinem Garten umplatziert hatte, sah er, wie ein Roadrunner einen Kolibri in der Luft angriff. Und es dauerte nicht lange, bis der winzige Vogel getötet wurde. Berglöwe jagt Elch. Diese wunderschöne Landschaft sieht aus, als wäre sie direkt aus einem Film genommen worden, bis ein wilder Berglöwe mit seiner Beute in das kleine Wasserloch stürzt und sie für keine Sekunde loslässt. Das war eine ziemliche Attacke des Raubtiers, wenn man die Größe seiner Beute bedenkt. Pumas sind Fleischfresser aus Notwendigkeit. Das bedeutet, sie können nur überleben, wenn sie lebende Beute fressen. Hirsche stellen in einigen Staaten den Großteil der Nahrung der Pumas dar. Sie können in diesem Video sehen, wie der Puma einen Elch angreift, nachdem er das Tier überfallen hat und auf die Halsschlagader geht, um es zu töten. Die Leute, die dieses Video aufnehmen, waren erschrocken, als sie dieses massive Geweih sahen. Und sie konnten ihren Augen nicht trauen, als sie sahen, wie ein Berglöwe versuchte, es zu fangen. Aber das Geweih war ziemlich stark, da es versuchte, die große Katze mit seinen Beinen zu überrennen, obwohl es seinen Kopf nicht vom Raubtier entfernen konnte, da die Katze sich daran festgeklammert hatte. Luchs jagt Murmeltier. Der Luchs in diesem Video sieht so aus, als würde er sich entspannen, aber in Wahrheit versucht er, ein molliges Murmeltier zu ersticken. Als der Mann, der das Video aufnimmt, jedoch zu nahe kommt, erschreckt er den Luchs, jagt ihn auf und befreit dabei das Murmeltier. Wir können sehen, wie das Murmeltier davonläuft, als wäre nichts geschehen. Ich habe Ihnen gesagt, er war pummelig. Ein Luchs greift ein Murmeltier in einem Wohnhausgarten an und als der Hausbesitzer sich dem Geschehen nähert, schnappt sich die Katze ihre Beute und verschwindet damit. Am Straßenrand greift ein Luchs ein harmloses Murmeltier an und tötet es. Murmeltiere sind recht widerstandsfähig, aber sie sind keine Konkurrenz für Luchse. Auch wenn diese Katzen klein sind, besitzen sie eine gewisse Wumms, die es ihnen ermöglicht, größere Beute wie Hirsche zu jagen.
Daher können Sie sich vorstellen, wie einfach es für diese Katzen sein muss, ein Murmeltier zu jagen und zu töten. Ein Murmeltier stellt sich einem Luchs mutig entgegen und ich muss sagen, das ist beeindruckend. Der Luchs geht weg, bleibt aber stehen, um sich zu putzen, während das Erdhoch stillsteht. Seltsamerweise legt sich der Luchs vor das Murmeltier und geht schließlich weg. Kookaburra tötet Schlange. Ein Kookaburra ist ein Vogel aus Australien in der Eisvogelfamilie. Und in diesem Video hat es gerade eine grüne Baumschlange gejagt, die 2 Meter lang war. Was für ein fantastischer Jäger der Kookaburra ist, und dieses Video ist der Beweis. Dieser Kookaburra zeigt dieser Tigerotter, wer der Boss ist. Der Kuk schnappt sich die Schlange und tötet sie mühelos. Ein Kookaburra ist ein einheimischer australischer Vogel, bekannt für sein lustiges Lachen und ungewöhnliche Nahrung. Kookaburras sind größtenteils Fleischfresser und töten und fressen kleine Lebewesen wie Mäuse, Reptilien, andere Vögel und Insekten mit ihren scharfen Schnäbeln. Sie fressen sogar Schlangen, von denen einige tödlich und viel größer sind. Dennoch sind Kookaburras räuberische Jäger, die eine Schlange angreifen, wenn sie hungrig sind. Kookaburras sind nicht wählerisch und werden alles essen, was sie mit ihren Schnäbeln erreichen können. Also, wenn Sie ein BBQ haben und einen Kookaburra in Ihrer Nähe sitzen sehen und Sie beobachten, seien Sie vorsichtig, Sie könnten eine Wurst stehlen. Ein Mann war auf seinem Balkon, als dieser Kookaburra neben ihm mit einer dreifüßigen Schlange im Schnabel landete. Der Mann griff zur Kamera und begann zu filmen, während der Kuk die Schlange gegen das Geländer schlug. Es dauerte 10 Minuten, sie zu töten, und 5 Minuten, sie zu essen. Die Leute, die dieses Video aufgenommen haben, sind in ein neues Zuhause in Buderim, Australien, gezogen, das an ein Umwelt-Naturschutzgebiet angrenzt. Beim Spazierengehen im Garten hörten sie etwa 10 Meter vom hinteren Teil des Hauses entfernt etwas Lärm. Als sie nachsahen, fanden sie einen Kookaburra, der eine schwarze Schlange tötete, indem er sie gegen einen Felsen schlug. Riffhaie jagen Stechroche. Ein Riffhai kann gesehen werden, wie er sich einer Stechroche nähert, die sich extrem nah am Ufer befindet. Und als der Hai die Stechroche angreift, sind noch einige andere Haie direkt dahinter. Und der gesamte Vorfall degeneriert schnell in ein riesiges Fressgelage, während die Haie verrückt werden, die Stechroche auseinanderreißen und fressen. Ein Riffhai kommt fast aus dem Wasser, um eine Stechroche zum Mittagessen zu schnappen. Und so aggressiv er auch ist, schafft er es nicht, sie zu schnappen, weil die Wellen ihn daran hindern, eine gute Position auf der Stechroche zu bekommen, um sie zu packen. Ein Mann, der am Strand auf Heron Island im Great Barrier Reef entlang ging, erlebte eine epische Szene, als ein Hai auf der Suche nach einer Mahlzeit eine südliche Stechroche entdeckte. Der Hai torpedierte sich sofort auf die Stechroche, verfehlte sie jedoch, und sobald die Stechroche die Gelegenheit hatte, landete sie an einem Ort, der für den Hai zu riskant war, außerhalb des Wassers. Als der Hai die Jagd aufgab, kehrte die Stechroche langsam ins Wasser zurück. Ich muss zugeben, dass die Stechroche eine große Intelligenz zeigte, wie sie diese Situation bewältigte. Adler gegen Gans. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Weißkopfseeadler bereits die Gans in diesem Video verletzt hat. Aber es sieht so aus, denn der Vogel bewegt sich nicht. Und wenn er das tut, kann er sich kaum über den kalten Schnee und das Eis ziehen. Der Weißkopfseeadler starrt die Gans an, ohne sie anzugreifen. Ein Adler kann gesehen werden, wie er herabschwebt, um eine Gans im Flug zu schnappen. Nachdem er die Gans in seinen Krallen hat, fliegt er über das Wasser, kann sie aber irgendwann nicht mehr festhalten und lässt sie fallen. Dieses Video zeigt einen weiblichen Adler, der sich etwa 400 Meter vom Kameramann entfernt auf eine Gans stürzt. Der Überraschungsangriff des Adlers und die Unfähigkeit einer Gans, schnell genug zu fliegen, machen die Jagd fast immer erfolgreich. Die schwere Beute wird dann ans nächste Ufer geschwommen, wo sie erbeutet werden kann. Nach dem Essen scheint die Gans immer noch am Leben zu sein,
was für uns grausam und verstörend ist. Anschließend wird die Beute auseinandergenommen und in Einzelteilen zurück zum Nest gebracht, wo die Adlerjungen gefüttert werden. Viele Vögel profitieren von der Jagd des Adlers in Form von Milanen und Rohrweihen sowie Krähen und Greifvögeln. Der Adler in diesem Video kann über dem Wasser auf einem See schweben, während er auf Bewegung wartet. Und wenn ein Vogel seine Flügel im Wasser schlägt, geht der Adler zum Angriff über und setzt sich auf sein Opfer, um es zu ertränken. Aber irgendwann hebt er ab und der Vogel, höchstwahrscheinlich eine Gans, ist immer noch am Leben und schwimmt, als ob nichts passiert wäre. Tiger greift Wildschwein an. Tiger werden jagen, was immer sie finden, wenn sie auf der Pirsche sind. Dieser Tiger beschloss, Wildschwein zum Mittagessen zu haben, und nach dem Aussehen zu urteilen, muss es nicht einfach gewesen sein, es zu töten, aber dennoch sehr machbar für die mächtige Katze. Normalerweise betrachten wir Tiger nicht als schnelle Läufer, aber dieser Tiger zeigt uns etwas von seiner Geschwindigkeit, wenn er ein Warzenschwein über eine Schotterstraße jagt, um die Jagd zu machen, und ehrlich gesagt kann diese Katze rennen. Nachdem er ein junges Ferkel einige Sekunden lang belauert hat, stürzt ein großer Tiger auf das Tier zu und exekutiert es in Sekundenschnelle wie in einem Gangsterfilm. Einen Tiger beim Jagen von Wildschweinen zu sehen, ist äußerst selten. Es auf Kamera festzuhalten, ist nahezu unmöglich. Aber diese Großkatze überrascht den Mann, der filmt. Es ist riskant und gefährlich, und der Mann, der filmt, macht sich Sorgen um die Katze. Wirklich? Aber während er zuschaut, stellt er fest, dass seine Sorgen um den Tiger eine Einbildung sind. Komodo frisst Aal. Nachdem er eine Muräne gefunden hat, macht sich ein junger Komodowaran über das Tier her und frisst es zum Mittagessen. Vom Weg, wie der Drache den Aal isst, könnte ich fast schwören, dass er köstlich ist. Es spielt keine Rolle, ob diese Muräne gerade erst am Strand aufgetaucht ist oder ob der Drache sie aus dem Wasser geholt hat, denn in jedem Fall ist sie dem Untergang geweiht. Noch verrückter ist, wie eine Person sich so nah an das Reptil wagen kann, ohne sich Gedanken zu machen. Wenn ich Menschen wie diese auf diese gefährlichen Monster zugehen sehe, kann ich kein Mitleid mit ihnen haben, wenn sie geschnappt werden und zu Drachenleibchen für das Mittagessen werden. Diese Menschen fordern es geradezu heraus. Auch wenn diese Muräne rutscht und gleitet, wird sie dem tödlichen Raubtier nicht entkommen. Sobald ein Komodowaran Beute im Maul hat, ist es eine klare Sache, besonders wenn sie bereits tot ist. Ein anderer Komodowaran schlürft eine Aal in Sekunden auf, genauso wie ich meine Spaghetti schlürfe. Diese Drachen sind regelrechte Fressmaschinen und fressen so gut wie alles. Wenn ich ein Tier wählen müsste, das ich nicht in einer dunklen Gasse treffen möchte, wäre es der Komodowaran. Ich weiß, Löwen und Tiger sind Killer, aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass ich bessere Chancen hätte, die Raubkatzen zu vertreiben. Wie verrückt ist das? Welches war Ihr Favorit? Warum lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen? Nun, das war es erstmal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Gefällt mir und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Schauen Sie sich auch unsere anderen Videos an und abonnieren Sie, um Teil des Spaßes zu sein. Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol, damit Sie unsere neuen Videos sehen können, sobald sie hochgeladen werden. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.